ein richtig geiles Teil habe ich in der Hand. Es ist groß, es sieht gut aus und ist bestimmt auch lecker. Und zwar der Crunch Warrior. Ein Proteinriegel von deren Marke, dessen Marke ich noch nie gehört habe. High Protein, Low Sugar, hier in der Sorte Raspberry Lemon Cheesecake. Klingt sehr interessant, sieht sehr cool aus und es steht drauf Unleash Hell. Also ich werde hier die Hölle entfesseln mit diesem Proteinriegel. Hoffentlich. Wir schauen ihn uns an in einem Testvideo. Ich verrate euch, was drin steckt und ob dieser Riegel mir schmeckt. Und wir sind einfach mal gespannt, weil ich glaube, das ist ein Riegel, den kennen nicht so viele Leute. Film ab und viel Spaß für euch. Tag auch und seid herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ihr wisst, ich freue mich immer riesig über Proteinriegel-Marken, die ich nicht kenne. Und diese Marke hier kenne ich nicht. Ich habe sie in meinem privaten Adventskalender gehabt. Danke an Anne dafür. Und bin jetzt wirklich sehr gespannt, was mich hier so erwartet. Wie gesagt, das Ding hier heißt Crunch, ist ein Proteinbar. Low Sugar steht ja auf jeden Fall drauf. Und Warrior Unleash Hell Raspberry Lemon Cheesecake Flavor. Ah ja. Das Ganze kommt woher? Da können wir mal schauen, ob das aus den USA kommt oder Großbritannien. Jedenfalls nicht aus Deutschland, es steht nämlich nur Englisch drauf. Jedenfalls nicht Deutschland, wollte ich sagen, wie doof. Manchester, also UK irgendwo. Und ja, wir können einfach mal anfangen, direkt mal schauen, was uns hier erwartet. Ein Proteinriegel mit Maltitol-Schokolade, das ist ja meistens so, dieser Zuckeraustauschstoff, haben wir hauptsächlich hier drin mit 31%, also viel, viel Schoki. Wir haben Vollmilchpulver drin, wir haben Sojalecithin, wir haben eine Proteinmischung aus Milchprotein, aber auch Kollagenhydrolysat, schade, wir haben Sojaproteinisolat auch drin, dann haben wir Raspberry Flavored Caramel Layer with Sweetener, 16% Caramel Layer und so weiter, noch ein paar andere Zutaten, also ich sag mal so prinzipiell wie die meisten Zutaten dort drinnen, wie bei den meisten Riegeln halt, so ist jetzt nichts, was besonders heraussticht, wobei 31% Schokolade schon ordentlich ist. Und das sieht man auch hier an den Nährwerten, 17 Gramm Fett, 380 Kilokalorien, 38 Gramm Kohlenhydrate, wenig Zucker, hauptsächlich Polyole, das Maltitol eben und damit auch schon wirklich so Low Sugar. Protein 31 Gramm und damit durchschnittlich viel. Das Ganze ist so ein langer Riegel wie der PhD und der ist auch 64 Gramm wie auch der PhD. Und jetzt mal ohne Witz, es würde mich nicht wundern, wenn sie irgendwie die gleiche Manufaktur haben oder so. Das ist ja schon ein komischer Zufall. Ja, so sieht der aus. Eigentlich schon mal ganz cool. Ich mag so diese Form von diesen Riegeln halt, weil ich mag das lieber. Ach, das klingt immer so doof, wenn man über sowas redet. Ich mag es lieber, wenn es dünn und lang ist, als kurz und dick. Versteht ihr, was ich meine? Also, sorry, da hatte ich jetzt gerade irgendwie ein technisches Problem. Also ich war gerade dabei zu sagen, ich finde so die Form von diesen PhDs eigentlich ganz cool. Da hat man irgendwie länger was davon, als wenn er irgendwie so kürzer ist oder so. Das klang jetzt halt irgendwie komisch. Aber gut, weiße Schoki außen, das sieht schon mal sehr geil aus mit der ganzen Schoki hier. Schoki geht immer und viel Schoki auch. Das ist dann halt auch typisch so ein, ich sag mal, Genussproteinriegel, ja. Und da heißt es jetzt natürlich erstmal neugierig reingucken. Ja, es sieht auch vom Muster original aus wie der PhD. Hier die Proteinfüllung, dann außen so ein Karamell-Raspberry-Flavor. Außen die Schoki und dann noch die Crispies da drin. Das sieht sehr geil aus. Riecht so relativ neutral. Doch da. Oh, jetzt kam es im Nachhinein. Richtig geiler Lemon-Geruch. Bin schon sehr gespannt, wie der schmeckt. War geile Konsistenz. Innen drin feste, außen die Schokolade knackig. Boah, der ist aber lecker, ey. Der erinnert mich an Buttermilch-Zitroneneis. Scheiße, der ist gut. Der schmeckt wie Buttermilch-Zitrone. Sehr, sehr lecker. Ich finde die Himbeere ist geschmacklich eher im Hintergrund. Man hat hauptsächlich diesen Zitronenaroma. Gucken wir mal, wie der Karamell sich zieht. Und ja, das sieht gut aus. Jetzt haben wir so eine Wurst hier hängen. Wow. Richtig geil. So vom Kaugefühl. Man hat quasi hier diesen harten Kern und außen ist das so brüchig, nicht drunter weich. Das macht so Krach und dann kommt der harte Kern. Und so vom Kaugefühl
Ein sehr geiler Riegel, schmeckt mir sehr, sehr gut. Wirklich toll. Und wenn ihr den mal seht, irgendwo in Webshops, ich sag nicht wo, ich mache grundsätzlich für diese Shops keine Werbung, die geben mir ja auch nichts dafür. Also bei Amazon habe ich ihn jedenfalls nicht gekauft oder bekommen. Also ist ein sehr leckeres Teil. Schaut da wirklich mal nach. Es schmeckt wie Buttermilch Zitrone. Ich finde es super lecker. Schöne Riegel, sehr vom Kaugefühl, sehr geil. Innen drin schön feste. Ganz toller Riegel. Werte sind halt okay. Ist so ein Süßigkeiten-Proteinriegel. Wie viele andere. Aber dafür schmeckt er halt auch wirklich richtig gut. Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Der Crunch Warrior Unleash Hell Raspberry Lemon Cheesecake. Super geiles Teil. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Vielleicht kennt ihr die Marke, könnt mir noch andere Sorten empfehlen. Dann bin ich gespannt auf einen Kommentar von euch. Lasst mir ein Abo da unten, Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.